hervorragend. Das ist immer extrem kurzwillig und was vor allem schön ist, dass man so viele Leute sieht. Man hat Zeit zum Reden, zum Plaudern, aber auch zum neue Sachen entdecken. Wir haben vorher gerade eine Pressekonferenz zu Next Step gehabt. Das ist die Bildungsoffensive, die wir ins Leben gerufen haben. Zusammen mit dem Berufsbildungsbeirat. Wir haben darüber informiert, wie Next Step weitergeht, dass am 23. und 24. September die grosse Bildungsmesse wieder stattfindet und vor allem auch, dass es eine Webseite zu Next Step gibt. Also wir haben hier einen eigenen Stand, der Next Step heißt und möchten vor allem viele Jugendliche, aber auch Eltern können gewinnen, um sich über das Thema zu informieren. Also grundsätzlich präsentieren wir unsere Firma. Wir feiern heuer unser 140-jähriges Jubiläum und haben dann das Gefühl, gut, nach 140 Jahren täten wir gerne mit der ganzen Bevölkerung einmal ein bisschen anstoßen über die 140 Jahre und unsere Firma reden und einfach unsere Produkte vorstellen. Ebenfalls präsentieren wir heuer einmal, wir haben ja seit im Januar 2016 ein neues Käse- und Betonwerk, ehemals Wido Meier, gekauft. Und das kann man jetzt heute exklusiv an dieser Liga virtuell anschauen. Also man kann einmal hinter die Kulissen von einem Käse- und Betonwerk schauen, wie die ganze Materialaufbearbeitung und das Recycling geht. Ebenfalls zeigen wir unsere wunderschönen Industrieböden, PU-Böden, die auch nicht alle kennen, aber wir schon ewig machen. Dann haben wir extra für die Liga einen tollen Werbefilm gemacht, wo wir alle unsere Dienstleistungen mal vorstellen, dass die Kunden auch sagen, dass wir sehr breites Angebot haben, sehr breites Dienstleistungsangebot. Ja. Wir betreuen Kunden aus der Region, also lokal, aber auch international im Marketing, das heisst von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zum fertigen Produkt und der Auswertung. Ja, genau. Was wird bei euch ausgewertet? Zum Beispiel Marktforschung. Wir haben gerade aktuell ein Experiment im Bereich Digitalisierung am Laufen, wo wir schauen, wie kommt Virtual Reality bei den Leuten an, vor allem vorher und nachher, wo sie sich vorstellen können, die Chancen von dieser Technologie im Marketing zu sehen. Ja, und nachher schauen wir, wie ist die Resonanz gesehen und kann dann das nutzen bei unseren Produkten.